Es ist mir ein großes Anliegen, für die vielen Gebete zu danken, die für mich in meiner großen Not zum Himmel emporgestiegen sind. Ich muss sagen, dass ich fühle, dass dadurch ein gewisser Gebetsgeist entstanden ist, den ich auch beantworte, indem ich für all die bete, die für mich gebetet haben. Der Herr hat mir gesagt, achte mal darauf, ob in diesen Gebeten, wo man willig einander unter die Arme greift, ob da nicht etwas fließt, was ihr in einiger Zukunft sehr, sehr nötig braucht. Und das ist nämlich, es fließt das Öl, das an jenem Tag da sein oder nicht da sein wird. So lasst uns füreinander weiter beten und vor dem Herrn tragen, einander unterstützend helfen und erwarten, dass darin Öl fließt, das wir an jenem Tag, wenn Jesus kommt, entweder haben oder nicht haben. Dann in der Zeit, die kommt, wird es zu spät sein. Jetzt ist die Zeit, wo wir dieses Öl sammeln können, auch durch diese Fürbitten hin und her. Und ich rufe dazu auf, kommt, wir greifen einander unter die Arme und sammelt dabei auch dieses Öl, das der Herr Jesus an jenem Tag sucht. Amen.